Willkommen zurück zu Neck 2. Wir machen jetzt hier weiter. Letzte Folge haben wir diese ganz große Statue zum Schluss aus dem großen Matsch rausgeholt. Also aus dem Schlamm, der weiter hinten war. Und haben wir dann auch erfahren von dem Professor an unserer Seite, dass das ein verloren gegangener Schatz ist. Oder eher gesagt etwas, woran niemand mehr geglaubt hat, dass es das überhaupt noch gibt. Aber ja, wir haben es gefunden. Und ja, jetzt geht es hier weiter an diesem vergessenen Ort. Was können wir denn hier? Wir können hier die Steine werfen, so wie es aussieht. Moment. Ja, und irgendwie kriege ich das von der Taste ja nicht hin, weil ich nicht weiß, welche Taste. Jetzt komme ich mir vor wie ein Verrückter. Aber nun gut. Ich muss ja nicht unbedingt die Steine werfen. Ich kann ja auch einfach hoch zu denen gehen. Denn wie ihr ja vielleicht wisst, ich habe immer noch nicht so ganz die Steuerung drauf. Aber langsam wird es besser. Pass auf! Ja, danke für den Hinweis, aber ich passe schon auf mich auf, Kollege. Ich bin schon vorsichtig. Mach dir da keine Sorgen. So, ich möchte mal was probieren. Kollege, komm mal her. Zack. Sehr schön, wie wieder das Kristallzeug mitnimmt. Das müssen wir eigentlich immer mitnehmen. Ja, ist ja auch schließlich praktisch. Ja, und diese kleinen blauen, fällt mir schon auf, die gehen eigentlich ganz schnell weg. Bis jetzt haben wir eigentlich noch keinen Gegner, mit dem wir, ich nenne es jetzt mal, große Probleme haben. Ja, das geht eigentlich aktuell recht gut so mit den Gegnern hier noch. Aber ich meine, wir sind ja auch noch gar nicht so weit im Spiel. Und hier haben wir eine schöne Kiste wieder mal. Geheimnisdetektor. Und jetzt gehen wir den Weg weiter entlang. Ich möchte mal was schauen. Wir haben ja jetzt diesen Geheimnisdetektor. Aber wir haben ja auch. Nein, wir haben hier nicht. Schade. Ich dachte, wir hätten wieder so einen Punkt zum Upgraden. Ich würde gerne mal als nächstes schauen, ob wir uns hier sowas holen können. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, da müssen wir irgendwie noch auf Fortschritt in der Story warten. Als nächstes würde ich aber hier sowas mit diesen Schlägen und sowas nehmen. Apropos Multischläge, mir fällt gerade so ein. Ich habe die bis jetzt noch gar nicht so genutzt wieder. Lass uns die gleich Pass auf mal deinen nehmen. Kopf auf. Ja, keine Sorge, ich passe immer auf meinen kleinen schüchen Kopf auf. So. Ach, da hinten ist ein großer. So, vorsichtig. Und groß. Na, Kollege, deine Chance hast du leider nicht genutzt. Du hattest gerade die Chance, mich zu besiegen, wo ich noch ein kleiner Fratz war. Aber nun, ja, nun ist es zu spät. Okay. Ja, so macht man das Werfen hier noch. Ja, dann habe ich mich vorhin nur ein bisschen verdrückt von der Taste her. Und ich weiß nicht, aber irgendwie, ich mag es in diesem Spiel zu kämpfen. Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie ganz gerne. Endlich. Hier müssen wir durch. Entdecker zuerst. Überraschung! Echt cool, oder nicht? Was ist? Das ist ein Schlachtfeld, Lucas. Ja, von vor 2 Milliarden Jahren. Ich muss deinem Onkel zustimmen. Oh, jetzt hört aber mal auf.
Hier hat sich nichts bewegt seit diesem Steinkrieg. Kristallkrieg. Von mir aus. Vielleicht hat er recht. Diese Typen sind wirklich mausetot. Diese Typen waren einmal die Vorhut der Koboldarmee. Waren. Ja, okay. Cool. Immer noch cool, aber... Nick! Als du wandern gehen gesagt hast, dachte ich nicht, dass wir gegen Killer-Roboter kämpfen würden. Sorry, das war definitiv nicht Teil des Plans. Und das muss ich auch direkt mal so anmerken. Ich finde, er hätte die einfach liegen lassen sollen und nicht irgendwie noch was machen sollen an denen, ja. Er hätte die so gesehen einfach ruhen lassen sollen. Aber nein, er weckt sie auf. Was weckt sie denn auf? Keine Ahnung. Ich denke mal, irgendwie was mit dem Schwert hat die vielleicht aufgeweckt. Boah, dass halt hier jemand langgelaufen ist. Vielleicht wären die einfach liegen geblieben. Nick, pass auf, da kommen noch mehr! Wäre hier niemand hergekommen und langgelaufen. Und die sind auf jeden Fall robust, aber machbar. Das muss ich dir mal so zu denen sagen. Und hier sind noch viel mehr. Es geht wieder los. Hey, wie seid ihr beiden denn dort hochgekommen? Jawohl, so ein Superkristall. Sehr schön. Oh ja. Dann wollen wir mal. Zack. Ich weiß nicht, aber ich mag diese Drittattacke irgendwie ganz gerne. Aua. Nur noch ein paar übrig. Du schaffst das, Nick. Na los, komm her, mein Freund. So, weg hier. Aua, mit dem Stein wieder. Meine. Oder ich sag dir, da ist meine, nicht deine. Weg, hier lang! Sie schießen auf uns! Lauf! Neck, wir müssen hier weg. Oha. Das hat wehgetan. Oh, hier rein, schnell. Überall noch ein bisschen was mitnehmen an Kristallen. Nick, kommst du an den Fels? Ja, warte eine Sekunde. Gut so. Mach weiter. Du hast es fast geschafft. Das sollte reichen. Ja, jetzt können sie uns nicht mehr folgen. Ja, dann lass uns weitergehen. Weil er weiß schon, wie lange es dauert, bis die ist. Achtung, wieder her. Da sind ja, sie schon wieder! Schaffen. Los, wir müssen weiterlaufen.
hoch mit dir! Danke für die Rettung. Gern geschehen. Oh, hier ist das Dorf. Die werden das ganze Dorf doch wahrscheinlich zerstören. Und das wäre nur wegen uns. Weil wir dort oben waren. Da sind sie. Hey, ich will ja lang. So. Ah, hier müssen wir erstmal klein werden. So. So, und jetzt können wir langsam wieder groß werden gleich. So. Halt. Hey Kollege, das hat wehgetan. So, hier hinter einmal. Und werfen. Komm schon. Ja, sehr gut. Das hätten wir. Wow, lass mich mal ein wenig hier in Ruhe. Haha, der Pflock war sehr gut. Da muss ich mich selber mal loben. An der Stelle. Los, geh du vorne! Wir sehen uns unten! Erstmal die da drüben abwerfen. Aua! Mist. Müssen die dort wegkriegen. Noch einer. Da werden auch 100 Brot gleich nochmal mehr kommen, oder? Erstmal war es das mit Gegnern dort. So, Seilrutsche. Mich täte mal interessieren, was mit den Einwohnern hier ist, die halt hier wohnen. Ich hoffe, denen geht's gut. Die haben sich vielleicht versteckt in ihren Häusern. Aber naja, trotzdem tun die Roboter hier werden alles zerstören. Ihre schöne Heimat hier. Das ist natürlich auch nicht so schön, ja. Nur noch ein paar, sagst du? Ja, kannst ja gerne mitmachen hier. Also Hilfe würde ich annehmen, sag ich mal so. Und erstens, ich beeile mich auch schon so gut wie es geht hier. Seht ihr? Alles sicher erstmal wieder. Die Vorhut der Koboldarmee? Im Ernst jetzt? Bist du sicher, dass du mit den Robotern nichts gemacht hast? Vielleicht auf einen Knopf gedrückt oder so. Ich hab nichts gemacht. Ihr habt's gesehen. Die gingen einfach an. Wirklich seltsam. Reden wir mit dem Doktor, sobald wir in der Luft sind. Doktor, du wirst nicht glauben, was wir gerade gesehen haben. Wütende Roboter, habe ich recht? Ja, riesige wütende Zombie-Roboter. Du bist nicht ganz auf dem Laufenden, Lukas. Das ist nichts Neues. Es passiert überall.
Ich bin auf dem Weg zum Kloster bei Norcliffe. Ihr könnt mich da treffen. Alles klar, Doc. Ryder, da bist du ja. Einen aufregenden Morgen hattest du da. Ja, allerdings, Doktor. Was ist los? Wir sind nicht ganz sicher, aber die Mönche haben ein paar Ideen. Wie ist das Leben in der Großstadt, Jungs? Ich finde es toll, aber er... Hören Sie gar nicht hin. Alles gut. Ihr fehlt uns, Jungs. Lucas, geht's dir wirklich gut? Charlotte macht sich Sorgen. Ja, alles gut. Wirklich. Wir müssen noch mehr vorbereiten, aber bisher bin ich mit eurer Arbeit zufrieden. Sehr gut, ihr könnt gehen. Gott sei Dank. Ha, Sander, ich möchte Ihnen gern Lucas und Nack. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich bin Sander, ich leite den Mönchsorden hier im Kloster. Das ist Ava, unsere Jugendleiterin. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Wir haben schon viel von euren Erfolgen gehört. Das ist nun mal unsere Arbeit. Ich fürchte, es wartet noch mehr Arbeit auf uns. Wie alle bereits wissen, erheben sich die Roboter aus den Kristallkriegen. Tut mir leid, ich weiß leider nicht viel über diesen Kristallkrieg und über die Mönche leider auch nicht. Es stimmt. Mein Orden führt heute nicht länger die Menschheit an, so wie früher einmal. Vielleicht kann ich die Kristallkriege erklären. So häufig stellt man sich die Kobolde als primitive Wesen aus der Wildnis vor. Die stinken. Vergiss das mal nicht. Aber die Kobolde hatten zur Zeit der Kristallkriege eine sehr hochentwickelte Zivilisation. Damals nannte man sie die Hochkobolde, ein stolzes und grausames Volk, das ständig mit den Menschen um den für sie wichtigsten Rohstoff kämpfte: Kristalle. Eine mächtige Energiequelle, die man nur im Gebiet der Menschen finden konnte. Der Anführer der Hochkobolde, ein meisterhafter Ingenieur namens Jurik, erschuf eine Armee von Kampfrobotern, die das Menschenproblem endgültig lösen sollte. Diese Roboter sind das, was wir heute die uralten Waffen nennen. Die Menschen von damals, unsere primitiven Vorfahren, wurden vom Erscheinen Juriks und seiner Armee völlig überrascht. Das Reich der Hochkobolde dehnte sich schnell aus und seine Armee wütete im ganzen Land und brachte Tod und Zerstörung. Es waren dunkle Zeiten und wir hätten fast nicht überlebt. Doch dann erschien ein Held, unser Gründer Marius. Zu Juriks Überraschung war Marius' Raffinesse größer als die Stärke seiner Roboterarmee. Allein mit Steinen, Ranken, Fallen und Gerissenheit konnten Marius und seine Truppen ultramoderne Waffen besiegen, die 10-mal so groß waren wie sie. An diesem Tag führte er seine Leute zum Sieg und weitere folgten. Die Gehäuse ihrer Roboterfeinde übersäten die Landschaft, wie eine Warnung an alle, die sich gegen sie wandten. Unglaublich. Aber irgendwie, 2 Jahrhunderte später, sind diese uralten Roboter wieder erwacht. Wir müssen diese Waffen aufhalten und herausfinden, wer dahinter steckt. Okay. Wisst ihr überhaupt, worauf ihr euch da einlasst? Das wird kein Sonntagsspaziergang. Das schaffen wir schon. Stimmt's, Nack? Nack! Sind das... Wie kann das sein? Sie sind nicht der Einzige, der Leben aus Relikten erschaffen kann, Doktor. Nack, wir haben Arbeit. Guck dir deine Cousins später an. Also, wo fangen wir an? In der Nähe liegt ein Gebirgspass, an dem meine Vorfahren die uralten Waffen aufhielten. Sie rühren sich jetzt wieder. Dann sehen wir uns das an. Ja, sofort. Heute könnt ihr den Gebirgspass nicht mehr überqueren. Ava bringt euch morgen früh hin. Bis wir gehen, können wir uns anderen Dingen widmen. Was schwebt dir da vor? Hier in unserem Kloster widmen wir uns in erster Linie den Kampfkünsten. Fangt an! Okay, kämpfen. Na ja, dann kommt mal her. Du schaffst das!
Ja, die haben auf jeden Fall einen ganz anderen Kampfstil, so als diese Kobolde. Und an denen sammle ich gut Erfahrung, so wie es aussieht. Ausgezeichnet! Okay, hat einer ein Schild. Da möchte ich mal einen speziellen Schlag testen. So, wir sind hinter dir. Okay, das klappt nicht. Ich wollte nämlich diesen Schlag hier machen, an dem. Oh, das hat weh. Jawohl. Das hat's geklappt. Zeig denen, was du kannst. Mach ich sowieso. Ich zeig immer hier, was ich kann. Gut gemacht, Neck. Deine Herausforderung geht draußen weiter. Hey, lauf nicht weg. Bleib stehen. Oh, hoho. Jetzt habt ihr euch wirklich hier mit dem Falschen angelegt. So, sehr schön. Komme ich nicht durch, leider. Und hier haben wir ganz schön große Bälle. Aber um die können wir gerade ganz einfach hier herum. So, zack. Sehr schön, das hat gut geklappt. Was hatte der da? Der springt aber schön da drüber, der eine Typ. Ja, aber das hat ihm leider jetzt auch nicht hier geholfen. Willkommen zu unserem wahren Stärketest. Ich bin bereit für den wahren Stärketest. Erstmal der mit dem Schild hier, würde ich sagen. Jawohl. So, ich möchte mal was probieren. Mist. Auch nicht. Ich möchte gerade probieren, irgendwie mal die Attacken zu blocken. Auch wenn ich das eigentlich nicht muss. Ja, und das hätte ich, glaube ich, nicht machen sollen. Ich wollte das halt gerade bloß mal ein bisschen probieren, mehr hier mit dem Blocken. Weil irgendwie, wenn man das zu einem speziellen Zeitpunkt macht, ist mir schon aufgefallen, macht da noch wie so eine Art Konterangriff. Das wollte ich halt gerade noch mal ein bisschen mehr testen. Aber sollte ich, glaube ich, lieber nicht tun. Ich sollte, glaube ich, bei meinem eigenen Kampfstil bleiben und ihn nicht ändern, jetzt gerade hier. Mein Freund hier. Als nächstes kämpfst du mit meinen Kreationen. Na, dann zeig dir mal her. Ich bin bereit. Ich möchte auch solche Dinge schießen. Wirklich das irgendwie zu lernen. So, na los. Feuer doch.
Und du hast echt mal die Welt gerettet. Du kannst nur 3 Schläge und einen Tritt. Und springen kann er auch. Hey. Du kämpfst gut, aber zu einem großen Krieger braucht es noch mehr. Das ist Reliktenergie. Das ist dieselbe Kraft, die deinen Körper zusammenhält. Gut. Leg los und greif an. Okay. Haben wir jetzt auch so eine Fähigkeit wie der da drüben? So, wollen wir mal. Schlag kann sogar Steine zerschmettern. Nutze ihn weise. Der harte Schlag. So, so. Neue Attacke jetzt. Sehr schön. Nimm das. Ja, der Schlag gefällt mir. Der macht die mit dem Schild auf jeden Fall noch viel schneller weg. Ich kann sogar diese großen Steine hier zerstören damit. Ja, bloß treffen muss man sie. Ja, treffen muss man sie bloß. Einmal hier entlang. Ich möchte das nochmal testen. So. Nochmal testen. So und lang hier. So ein spezieller Stein, jetzt sind wir noch stärker. Ja, dann macht euch mal gefasst hier für etwas. So, zack. Kommt nun näher. Und euch erwartet etwas hier. Und zwar ein spezieller, harter, kleiner Schlag. Das Zeit ist auch weg. Wir müssen den Stein wegmachen. Oh, sonst von mir kommt vielleicht noch einer. Hey, lauft nicht weg! Einer ist weggerannt. Den holen wir uns. Der wartet hier mit seinen Kollegen. Ja, da war auch keine Chance. Oh, wer sind Sie denn? Auf jeden Fall keine Herausforderung. Hübscher Stein hier. Aber dieser Stein ist mir leider kein Hindernis. Sehr beeindruckend, Mac. Von allen, die sich jemals unseren Kriegern gestellt haben, bist du der Stärkste. Danke für das Lob. So, diese Superkristall heben wir mal auf. Gut, der verschwindet. Los, los, los! Das wusste ich nicht. Aber mein Plan war eigentlich, falls jetzt hier gleich noch mehr kommen, was ich auch denke, nehmen wir den da dann.
Aber nur gut, das konnte ich ja nicht wissen. Sag ihnen, was du drauf hast. Ey, der mit dem Schild muss aus da weg. Der ist ein bisschen ein Hindernis hier gerade. 2 gegen 1 ist ein bisschen unfair, auch wenn ich stark bin. Und das Problem ist, ich habe keine Teile so richtig. Okay, jetzt wieder mehr. Mach dich bereit für die letzte Herausforderung. Ich bin bereit, sie kann kommen. Aua. Kollege. Nein. Dein Schießen bringt nichts bei mir. Merkt ihr das? Aua. Ja, das bringt aber schon eher was. Oh. Vergiss nicht, dass es da draußen gefährlich ist. Ich weiß. Versprich mir, vorsichtig zu sein. Ich verspreche es. Hör auf sie, Lucas. Sie hat recht. Bist du sicher, dass du auch nicht frierst? Mir geht's gut. Ava ist hübsch. Lass dich davon nicht ablenken. Ernsthaft? Ich krieg das hin. Tja, viel Glück, mein Junge. Während ihr auf eurer kleinen Expedition seid, rede ich mit Xander über die Erweckung. Vielleicht können er und ich... Vielleicht finden wir ein Muster dahinter. Ich wünschte, sie würden mich nicht wie ein Kind behandeln. Sie sorgen sich um dich. Ich weiß, aber... Durch den Berg. Gut, das ist unser nächstes Ziel. Das machen wir dann in der nächsten Folge, Leute. An der Stelle war es das erstmal. Lasst den Daumen nach oben da, um das Projekt zu unterstützen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.